So, Dimitri Kollas, meine Damen und Herren, einer der stärksten Spieler. Hi. Komm, setz dich, da ist die Kamera. Und Maske ist okay, ne? Ja, klar. Gut. Komm näher. Komm so nah wie möglich zu mir. Okay. Da ist er. Wir haben Johnny Karstedt gehabt die letzten Tage. Jetzt haben wir Dimitri Kollas am Start. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wir früher zusammen in Sardinien gespielt haben. Das Turnier, kannst du dich erinnern? Ja, tolles Turnier. Ja, das stimmt. Gibt's das noch? Ich weiß es auch nicht. Siehst ein bisschen müde aus mit den Augen. Ja, ich bin extrem müde. Das Doppelrunden, Morgenrunden. Ja. Nicht so mein Ding, aber... Ich glaube, das ist das Ding von niemandem. Ja, das stimmt. Aber vor allem nicht von mir. Ja. Also nochmal. Großmeister Dimitri Kollas. Wie alt bist du jetzt? 19 oder 20? Ja, ein bisschen älter. Bist du schon 21? 22. Du bist schon 22? Ja. Alter, Lachs, wie die Zeit vergeht. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Das ist echt heftig. Mann. Aber super Ergebnis, ne? Ja, in dem Turnier kann ich mich nicht beschweren. Ja. Bundesliga insgesamt, wie viel hat er geholt, Leute? 8,5 aus 10? 9,5 aus 11? Ja, ich glaube 9,5. Aus 11? Ja, das kommt hin. Mega Ergebnis. Ja, das lief aus irgendeinem Grund ziemlich gut. Man merkt ja auch die Begeisterung komplett an, wie immer. Ich bin einfach ziemlich erschöpft. Ja, ich freue mich schon, aber... Wo bist du jetzt virtuell ELO-mäßig? Genau da, wo ich vorher war, weil ich vorher in Polen gespielt habe. Das lief gar nicht gut. Jetzt habe ich einfach zurückgeholt, was ich davor verloren habe. Also bei 2,621, glaube ich. 2,621, ja cool. Ja. Was war deine höchste ELO-Zahl bisher? 2,621. Cool. Ja. Mann, ist der stark geworden, der Junge. Ich habe die Geschichte erzählt von uns beiden, Norderstedt vor 8 Jahren, kannst du dich erinnern? Ah, jetzt bin ich mit, achso, wo wir gespielt haben. Ja, mehr. Aber was ist die Geschichte? Wie gut ich stand, oder? Wie gut du standst, kannst du dich erinnern, du 2 Bauern mehr, ja, gegen ja, den großen Leben, so leidigst. Ich erinnere nicht, was danach passiert ist. Achso, nichts mehr, ja, wir haben einfach Remis gemacht. Wir haben Remis gemacht, weil du Angst hattest, du kleiner Sack. Ja. Und dann kam Johnny und hat dich zur Sau gemacht, irgendwie so, kannst du Remis machen? Ja, dann hatte ich noch mehr Angst, das stimmt. Ja, das sei nett. Ach ja, ey. Laut Live Elo 2624 steht hier. Wirklich? Aber was wurde da jetzt? Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, was als Live Elo zählt. Immer. Wo guckst du denn? Jasper Lone Wolf 62? Guckst du auf... Ja, ich glaube, da ist auch egal. Also, ja. Aber ich glaube, er hat irgendwas verpasst in Polen. Wie gesagt, da lief es nicht gut. Also. Mhm. Ich glaube, das kommt hin. Okay, wenn ich dich schon mal hier habe, lass uns mal schnell deine Partien durchgehen, weil, Also Deitz ist ja Zweiter geworden. Übrigens. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Völlig wie, verrückt, ne? Ja, wir hätten sogar fast gewonnen, ja, gestern hatten wir auch Chancen, aber das wäre dann auch ein bisschen zu viel, wohl. Aber. Jetzt muss ich mal schauen, wo deine Partie ist von heute. Du hast gegen Banusch gewonnen, ich habe die nicht, die müsste ungefähr hier irgendwo sein. Ja, da ist unser Match. Da ist sie. Du hast Weiß gehabt. Ja. Erzähl mal ein bisschen was. Warte, ich muss gucken, ob die Partie zu sehen ist. Ja, wir machen noch eine kleine Analyse. Dimitri erzählt ein bisschen was zu seiner Partie von heute gegen Tamás Banusch, starker Großmeister aus Ungarn, ne? 2-6-10. Russisch! Ja, super solide, also das habe ich auch erwartet. Ja, ich habe sehr wenig geschlafen, aber zumindest sehr viel vorbereitet, also das hat geholfen. Aber ich habe die Partie noch überhaupt nicht angeschaut, ich habe keine Ahnung im Grunde. Was los war, aber das war alles Vorbereitung, ja. Bis wohin? Ja, also noch eine Weile und Springer G5 ist sehr selten. Also ich glaube, das ist eine gute Überraschung. Nicht sehr gut selber, der Zug natürlich, das kann man nicht erwarten gegen Russisch, aber glaube ich ganz trickreich und extrem selten. Okay, ein paar chinesische Spieler haben es mal probiert, Yuan Gi, glaube ich. Mhm. Die kennen sich ja vor allem aus bei Russisch. Ja, sonst eigentlich niemand bisher. Mhm. Ja, das ist die normale Variante, soweit kannte er es auch noch. Und hier Läufer 2 ist, glaube ich, ungenau. Ich hatte vor allem Läufer E4 vorbereitet. Und dann erst Läufer H2. Und dann, wenn ich nehme, ja, dann tauschen sich einfach mehr Leichtfiguren ab im Grunde. Turm E4 und das ist völlig okay für Schwarz. Ja, wenn wir alles tauschen, habe ich absolut nichts. Seine Dame steht gut und so. Ich hatte König F1 wahrscheinlich probiert nach Läufer H2. Und dann wird scharf. F5 ist der beste Zug, glaube ich. Läufer G5. Oder Springer G5, ja, verschiedene Sachen. Springer B6, Springer C3, Dame B6, Entschuldigung. Springer C3, glaube ich. Naja, und so weiter. Hier gibt es eine Menge Computervarianten. Am Ende ist Ausgleich wie alles, aber das ist schwer zu spielen. Für ihn, glaube ich, ich opfer gleich was in manchen Varianten. Ja, ich dachte, das ist ein guter Versuch. Ja, klar. Hatte ich auch Glück zu finden. Ding gemacht. Ja, habe ich erst gestern Abend zufällig gesehen, diese Variante. Also hatte ich Glück, dass es hier so ist. Darf ich fragen, bis wann du dich vorbereitet hast? Zu lange. Bis immer. Nee, okay, bis 1 Uhr oder sowas. Ich habe auch zu spät angefangen, aber ja, heißt nicht, dass ich dann sofort geschlafen habe, aber ja,
Aber es hat sich gelohnt diesmal. Normalerweise ist es besser zu schlafen, aber ja. Hier hatte ich 20 Züge oder so. Okay, 15. Und stand also schon ein bisschen besser. Ja, bis hierhin hatte ich es. Da mal 4 fragte mich auch während der Partie, was damit eigentlich ist. Aber hier war ich raus. Gut, normaler Zuglauf, ey, 3. Ja, gut, ich hatte auch Läufer G5 als Option, aber ich dachte, das vereinfacht zu sehr. Ja. Ja, Läufer E3. Ich glaube, das war ziemlich solide erstmal. Ja, ich habe meine Steuerung ein bisschen konsolidiert, einfach leicht verbessern. Wenn ich, ja, bin mir nicht sicher, wie gut D5 war. Sehr früh D5 gespielt. Ja, ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich dachte, dass die, okay, nicht die einzige Chance für D5, aber ich dachte, sein nächster Zug wäre Springer F6 und dann wird es schwieriger, was zu machen. Also Turm AD1 ist natürlich der logischste Zug wohl. Da habe ich auch lange nachgedacht und dann dachte ich, Springer F6 und wusste nicht genau, wie ich hier gute Fortschritte mache. Okay, die Engine zeigt anscheinend B3. Ja, wie immer will die Engine erstmal abwarten. Ja, ja, gut, über sowas habe ich auch nachgedacht, aber ich dachte, es wird einfach sehr schwer, dann später wirklich Fortschritte zu machen. Ja, er kann die Türme tauschen, aber ich dachte eigentlich, er muss auch nicht unbedingt. Nee, dann kannst du D5 spielen. Ja, gut, klar, wenn der Springer nicht mehr auf F6 steht, dann sollte das besser sein. Jetzt ruhig C5. Deswegen, du hast dann schnell D5 gemacht hier. Ja, ich wusste nicht, ob der Zug so gut ist, aber ich dachte, macht die Stellung interessanter. A6, okay. Ja, er wollte C5 vorbereiten und Springer B5 rausnehmen oder auch selber B5 spielen, habe ich sogar erwartet. Aber ich dachte eigentlich, Springer C5 wäre wahrscheinlich besser. Aber okay. Ja, und der war sicher nicht gut, da war ich auch sehr überrascht. Ich weiß nicht genau. Aber warum ist das ein Fehler, weil du einen gedeckten Freibaum bekommst? Ja, im Grunde einfach deshalb, glaube ich. Also der hat im Grunde auch die Partie entschieden. Witzigerweise tendiert man häufig zu diesem Impulszug hier, ne? Ja, gut, er hofft einfach alles blockieren zu können und vielleicht Gegenspiel mit Springer E5 zu kriegen, aber ist, glaube ich, nicht drin. Ja. Aber Blitzen bekomme ich da ständig. Ja, andererseits drohe ich auch schon DC und Springer D5 und so. Also ich kann verstehen, warum er es gemacht hat. Wenn ich was nach D5 kriege, dann sieht es auch nicht so gut aus. Also hier war ich sowieso ziemlich optimistisch. Ich glaube, A6 war schon ungenau. Ja, die Engine will einfach weggehen, was auch immer das bedeutet. Was ist die Idee? Läufer H3? Ja, vielleicht. Dann muss ich mich schwächen mit G3. Könnte nervig sein. Aber ja, Dame F4 ist ein sehr logischer Zug dann. Okay. C5. Jetzt hat Weiß natürlich fetten, gedeckten Freibauern hier. C5 sieht irgendwie impulsmäßig gut aus, ist aber schlecht. Meistens. Turm E3. E3 auch nicht perfekt, ja. Okay, ich dachte, der wäre ganz gut, aber B3 erstmal. Dimitri hat doch in Polen 12 Elo-Punkte verloren, hier 15 geholt. 15? Ich habe gar nicht so genau mitgezählt, aber 15 wäre super. Aber ach so, er hat mit meiner alten Zahl gerechnet, das ist es, glaube ich. Ich habe, wenn man schaut im Internet, habe ich noch 2,587, das ist Anfang der Saison. Ja, ja. Also vor 2 Jahren. Okay, mit Springer F6 hat er mich in sein Spiel kommen lassen. Ich dachte, das ist sehr hilfreich. Aber okay, die Steuerung war ziemlich schwierig hier. Ich dachte, er muss irgendwie mal B5 probieren, aber das schwächt auch C5 ziemlich. Feiner Zugturm mit 5. Ja, damit war ich ziemlich zufrieden, habe ewig nachgedacht hier. Ich wollte erst einfach auf E8 nehmen, aber nach Läufer E8, Läufer C7, Springer D7, war ich mir nicht so sicher, ob ich da durchbrechen kann, weil nach Springer E4 dachte ich, ja, Springer A4 hat er B5, glaube ich. Ja. Da reicht nicht viel. Ja, ich wollte Springer E4 spielen, um nach D6 zu kommen und vielleicht nach C8, aber er hat F6, Läufer G6 und greift auch mit Läufer D3 meine Bauern an. Also mir war das nicht so klar. Ja, ich glaube, hier hat er gute Remischancen. Ja, wahrscheinlich Springer D6 ist ungenau, aber okay. Das war, was ich berechnet habe. Also ich dachte erstmal. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, aber war mir nicht so klar. Okay. Deswegen hast du die Türme nicht getauscht? Ja, ich dachte, das macht Sinn. Weil wenn er nimmt, hat er ein Problem. Dann drohe ich, Läufer gegen Springer zu tauschen. Und wenn er nach E8 gehen würde mit dem Springer, also nach dem Tausch, dann habe ich Läufer B8 und Läufer A7. Dann kann er einfach B6 nicht mehr gut decken. Nee, achso, er läuft F6 hier. Ja, ja. Und wenn er den Springer zieht, habe ich Läufer C7 oder Läufer B8, A7. Ja, das war der Trick. Deswegen kann er nie tauschen, glaube ich. Und Turm E5 verhindert auch immer Läufer F5. Also ich dachte, ziemlich nützlich. Ja, dann A4, um einfach B6 immer festzulegen und vielleicht A5 zu spielen, habe ich später als Hebel. Seine Stellung ist einfach extrem passiv ohne Gegenspiel hier. Ich glaube nicht, dass man das wirklich verteidigen kann. So viel spannend ist es dann noch nicht passiert. Irgendwann habe ich A5 bekommen. Hier, ne? Ja, ich glaube, das ist der Durchbruch. Da kann er nicht viel machen. Seine Figuren sind einfach zu passiv. Also ja, ich glaube, das ganze Endspiel war einfach extrem schwierig für ihn. Ja, das Feld B8 ist nicht zugänglich. Ja, genau, das ist das große Problem hier. Ja, deswegen meine ich, hat er kein Gegenspiel.
Na gut. Bum bum. B5. Ja, jetzt läuft der A-Bauer. Jetzt läuft der A-Bauer. Freibauer laufen lassen, Freunde. Ja. Okay, hier gab es vielleicht noch eine Variante mit F4 nach Springer D6, aber ich dachte, das ist kein so toller Versuch für ihn. Ich nehme den, nehme auf C8 und okay, ich habe diese zwei Freibauern. Ja, 7 Läufer B7, Turm C1 oder sowas, ja. Den nehme ich und ja, beide Bauern hält man nicht auf. Ja. Ja, und das war es eigentlich. Weil, okay, jetzt hat er immer das Problem, dass ich zu A7 und Läufer B8 komme, wenn er die Springer tauscht. Deswegen hat er das vermieden, aber dann fallen auch die ganzen Bauern und. Ich hätte aufgegeben, ne? Ja. Gut, ich komme nach C5 und der A-Bauer läuft im Grunde durch. Mann, 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 Mann. Wie stark du geworden bist. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja, ja, die Partie heute lief gut, muss ich sagen. Aber ja, normalerweise, du bist schneller geworden. Man merkt es. Ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre und du bist einfach über die Jahre auch extrem viel schneller geworden. Das merkt man in deinem Vortrag auch. Du bist schon ein paar Schritte weiter halt immer, ne? Du bist auch Schachprofi, ne? Klar, das weiß ich natürlich jetzt für die Zuschauer, ne? Du bist Schachprofi, ja. Lebst in Hamburg, ne? Immer noch, ne? Ja, genau. Stimme weg oder was muss ich sagen? Ein bisschen, ja. Mhm. Beschäftigst dich wahrscheinlich Tag ein, Tag aus mit Schach sozusagen? Also im Grunde jeden Tag, ja. Mhm. Na gut, das macht man eben so als Schachprofi, ja. Also. Ja, der eine ist weniger diszipliniert, der andere mehr. Ja, aber warum sollen sie überhaupt Schachprofi sein? Also ich versuche schon zu trainieren, ja. Wie sieht dein normaler Tag gerade aus bei dir, wenn du sagst... Ja gut, so diszipliniert sieht das auch nicht aus. Also, du schläfst wahrscheinlich bis 12 Uhr, ich sage ja, die Morgenrunden sind nicht mein Ding. Also ja, ich schlafe eine Weile erstmal. Aber irgendwann stehe ich dann auf und dann... ja, tatsächlich. ja. Der hat einen guten Humor, der Kleine. Wirklich, der hat echt guten Humor. Ja, wie auch immer. Was machst du dann an Training? Meistens gebe ich auch erstmal Training. So. Ah, ich weiß auch, wen du trainierst. Darf ich jetzt nicht in die Kamera sagen wahrscheinlich. Aber. Ja, ist ziemlich egal, aber... Wie viel trainiert ihr? Nee, was trainierst du? Wie viel trainierst du für dich? Ja, in Stunden ist immer schwer zu sagen. Hätte ich manchmal gefragt, weiß nie genau. Mhm. Aber ja, der Tag ist relativ ausgefüllt damit meistens. Ich mache natürlich auch ein bisschen andere Sachen, ein bisschen Sport und so, aber ja, Schach ist eben die Hauptsache. Schreibst du ja noch ein bisschen? Nicht mehr. Für Rochade Kids. Rochade nicht mehr. Okay. Ja. Für Rochade Kids? Ja, warum nicht? Schreibst du denn? Das ist ein Turm. Okay. Genau. Nee, darüber sind wir. Wir sind schon ein paar Ausgaben weiter. Also jetzt haben wir schon sowas wie Springergabel. Und, stark. Berufungen? Ja. Was? Die Berufung. Ja, ist einfacher als spielen, auf jeden Fall. Er kann erstaunlich gut schreiben übrigens, Leute. Er kann erstaunlich gut schreiben. Er hat für die Europa-Hochrader häufig geschrieben, Turnierberichte und so weiter. Sehr, sehr trockenen Humor. Gefällt mir sehr. Guter Mann, guter Mann. Was steht für dich an in nächster Zeit? Grand Swiss, bist du nicht qualifiziert in Riga? Was gibt's noch? Ja, was könnte es gibt sein? Nicht so viel in nächster Zeit. Ich muss mich aber irgendwo anmelden im Grunde. Ja, sagst du so einfach. Was denn? Sag mir mal einen Tipp. Okay, es gibt schon Turniere. Heusenstamm im November ist ein Turnier. Heusenstamm? Ja, ist mal wieder ein Open. Okay. Habe ich noch nicht gefragt, aber vielleicht spiele ich dort. Ja. Frankreich gibt es jetzt, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Cap d'Arche. Da war ich auch mal. Schön ausgesprochen. Cap d'Arche. Cap d'Arche? Ja, super. Super. Welche Sprachen sprichst du eigentlich? Deutsch. Englisch? Nicht so viele. Ja, ein bisschen Französisch in der Schule, ein bisschen Russisch, aber... Von Haus aus ein bisschen Russisch? Ja, aber nur wirklich nur ein kleines bisschen. Ja. Ja, das war's dann. Das war's dann. Kennst du eigentlich Payback? Payback? Ja. In welchem Kontext? Ah, in dem. Ja. Guter Kommentar. Wollen wir nicht wieder anfangen. Nee. Mit. Ja, schön. Schön, dass du da warst. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas gucken können. Rustam kommt scheinbar nicht. Irgendwie habe ich gebeten zu kommen, aber ja. Unzuverlässig geworden, der Kasim. Gibt's ja gar nicht. Aber er hat gewonnen, oder? Er hat eben. War dann auch gewonnen. Also. Sonst hätte ich ihn noch nicht gefragt. Ja? Ich weiß ja, wie die Jungs ticken. Wir können natürlich nochmal die Ergebnisse gucken. Werder Bremen Aachen gewinnt. Bahn 7,5, das war klar. Kantersieg. Deizisau gewinnt 5-3. Zweiter Platz. Herzlichen Glückwunsch. Was ist mit Sven Noppes? Hat er schon irgendwas gesagt? Kommentar abgegeben bei der Mannschaftsführer? Ich glaube, der feiert erstmal mit Baden-Baden, dann kommen wir vielleicht morgen oder so. Dann kommt ihr irgendwann mal dran. Nein, oder? Er hat uns für die Siegerehrung Bescheid gesagt. Also ich treffe wann ist die Siegerehrung? Ich glaube, nach der letzten Partie. Da ist er! Ja.
Fliegender Wechsel. Gut. Ein Star geht, der nächste kommt. So muss es sein. Ja. Danke, Dimitri. Alles Gerne. Gute, mein Lieber. Ne? Bis dann. Ja. Ciao. Ich bin dir da.